so, Basilen. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Das könnte funktionieren. Ausblick. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasprosien gucken. Manchmal überlege ich mir, was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben. Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. So, Syndomat. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syndomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was tut denn so ein Syndomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Was genau macht die Nadel da am Syndomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Na gut, ich habe nur Nadel gehört. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. Dann schauen wir uns doch mal den Syndomat an. So, Ausgabefach. Das Fach ist geschlossen. Dann mach es auf. Ich kann es nicht öffnen. So, Conroys Palast. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. So, na. Können wir... Na, lauf mal hier rüber. Können wir hier nehmen? Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Schade. So, was hatten wir hier noch? Anzeige, Syndomat. Schauen wir uns mal die Anzeige an. Die Anzeige steht auf 0. Das bedeutet unschuldig wie ein Neugeborenes. Aber die Skala reicht auch bis 100. Können wir daran ein bisschen rumpfuschen? Ich komme nicht ran. Schade. Ein Syndomat. Die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Also gut, probieren wir mal. Nenne deine Sünde. So, keine Sünde, kleine Sünde, Wache vollgequatscht. Machen wir mal keine Sünde. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ach, jetzt bekomme ich ein Minzbonbon. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich wollte wirklich nur... Nenne deine Sünde. Ich gehe jetzt einfach. Nenne deine Sünde. So, Ausgabefach. Ich frage mich, wie... Upsala. Ich frage mich, wie Minzbonbons uns von unseren Sünden erlösen sollen. Egal, nimm es mal mit. So, reden wir nochmal mit dem Automaten. Nenne deine Sünde. Können wir noch einen Minzbonbon haben? Aber ich habe gar nichts gemacht. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ja, wir können noch eins haben. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Nenne. Ich gehe. Nenne. Mitnehmen. Ich brauche nicht noch eins. Schade. Nenne deine Sünde. Also gut, eine kleine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und büße. Was? Na gut, können wir nochmal kleine Sünde machen? Ich habe einfach Dinge mitgenommen,
ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. So, nochmal kleine Sünde. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Kleb dir eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Sehr schön. Wache voll gequatscht. Ich habe die Wache voll gequatscht. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet: Iss eine Handvoll Staub und büße. Bäh, das werde ich nicht tun. Na gut. Ich schätze, ich gehe. Nenne. Nein. Ja. Nenne. Ich gehe. Nenne. So, was haben wir hier noch? Windbrunnen. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Können wir damit was machen? Ich komme nicht dran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Plakat. Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät: Bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Verstanden. Können wir das Plakat mitnehmen? Brauche ich nicht. Wenn ich wieder im Palast bin, kann ich ihn so um Rat fragen. Na gut, wo geht's denn hier lang? Oh, noch ein Phosphos. So, was haben wir hier? Conroy-Kopf. Der gute Hirte Asposiens. Der Name war Conroys Idee. Ein Flugblatt. Conroys praktische Tipps und Ratschläge im Falle eines Basilenangriffs. So, kommt da nochmal eins? Zu groß, zu schwer, zu kantig. Ja, hier. Nimm's mit. Sehr schön. Was macht denn das Phosphos hier noch? Ein Phosphos. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Können wir das mitnehmen? Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Schade. Ausblick, Windrad. Sehen wir uns das Windrad an. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Das brauche ich nicht. Na gut, der Ausblick. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Asposien gucken. Was soll ich damit machen? Einen Ausblick genießt man einfach. So, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Gehen wir mal wieder nach unten. So, was haben wir denn jetzt? Flugblatt, ein Minzbonbon, ein Lavaströmer. Können wir vielleicht das Flugblatt hier mit der Wache verbinden? Das war doch jetzt geraten, oder? Naja, mit dem Minzbonbon habe ich schon eine Idee. Das könnte doch prima als Münze fungieren, oder? Die Münze brauchten wir hier beim Kaugummiautomat. Funktioniert das? Das Minzbonbon hat schon irgendwie die Form einer Münze. Sehr schön. Hey, da sind ja gar keine Kaugummis drin. Das sind Murmeln. Schade. Murmeln schmecken nicht mal halb so gut wie Kaugummis. Und hinterher tun die Zähne weh. Was könnten wir denn mit Murmeln machen? Ein Korken. Flugblatt, Murmeln. Können wir die vielleicht Netze geben? Das Strickmuster im Austausch gegen die Murmeln gibt. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Aber ein richtiger Schatz gehört doch in eine Schatzkiste. Ich will einen richtigen Schatz, nicht nur solche blöden Murmeln. Also gut, in eine Schatzkiste. Die einzigste Kiste ist die beim Wächter, wo er sein Brot drin hat. Also müssen wir irgendwie da rankommen. Basilenangriff! Alle Asposer in Deckung! Oh, bitte nicht, Basilen. Bitte tut mir nichts. Ich bin ein anständiger Asposer. Still! Sie können Angst riechen.
Basilenangriff, Ende! Oh Gott, ich habe die Angriffe der Götter bis jetzt immer nur vom Balkon aus gesehen. Na gut, das war ein Basilenangriff. So, können wir hier nach der Lunchbox fragen? Hallo, Wache Nummer 822. Hallo, Bürger Nummer 357. Scheint nicht so. Einen schönen Tag noch. Jawohl. Mögen die Basilen dir wohlgesonnen sein. Danke, gleichfalls. So, du bist doch auf Befehl von Conroy da. Können wir vielleicht hier mit der Puppe? Das funktioniert. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Kann ich jetzt hier die Lunchbox? Steht zu Diensten, Abt Conroy. Nehmen. Kann man immer gebrauchen. Das denke ich auch. Können wir jetzt nochmal mit der Wache reden? Hallo? Was? Wer spricht da? Abt Conroy? Nein, mein Name ist Robert. Ich suche... Stör mich nicht. Ich muss hier arbeiten. Also schön. Wir haben eine Lunchbox. Mit der Lunchbox können wir doch die Murmeln verbinden. So, Lunchbox mit Murmeln. Das müsste doch jetzt der Schatz... Die Murmeln glitzern in der Kiste. Der Schatz für Detze sein, oder? Probieren wir mal. So, hier, Detze. Hey, du bist doch auf Schatzsuche, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Oh Junge, die Augen der Basilen. Ein richtiger Schatz. Kann ich jetzt deine Schatzkarte haben? Na klar, das olle Strickmuster brauche ich jetzt nicht mehr. So, sind wir einen Schritt weiter? Scheint sich aber hier auch nichts getan zu haben. Bringen wir dem Schneider mal das Strickmuster. So, hier. Das Strickmuster. Hervorragend. Oh, ich sehe schon, das wird überaus modische Babybekleidung. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tue, was ich kann. Was könnten wir denn noch tun? Kescher, ein Lavaströmer, das Flugblatt. Hat sich in der Bar vielleicht was geändert nach dem Basilenangriff? Scheint nicht so. Vielleicht bei unserem Müllhändler. Da liegt noch der Fisch. Kann ich jetzt vielleicht mit dem Flugblatt? Ich wickel den Fisch einfach in das Papier ein. So. Ansehen. Igitt, ist der fettig. Und da kommt mir schon die nächste Idee. Was könnte man denn mit einem fettigen Fisch tun? Vielleicht einen verrosteten Stuhl wieder zum Drehen bringen. Fischöl als Schmiermittel. Die Idee ist brillant. So, sehr schön. Können wir jetzt hier vielleicht nochmal einen Faden ziehen? Halt dich gut fest, alter Mann. Ja, das funktioniert. Oh, Maleus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen. Sehr schön, wir haben auch das Erdbeergarn. Dann haben wir jetzt alles zusammen, oder? Was ist eigentlich mit deinem Mann passiert? Oh, der war so glücklich, dass er, nun ja, abgehauen ist. Oder besser gesagt, er hat es versucht. Aber wenigstens habe ich jetzt einen robusten Kleiderständer. So, wir haben eine Stricknadel, wir haben das Erdbeergarn und das Strickmuster. Sollte ja nichts mehr im Wege stehen.
sei denn, er braucht die zweite Nadel vom Automaten.